Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute zu Gast die österreichische Psychologin Dr. Christina Behran. Dieser Podcast wird präsentiert von Primavera, deinem Biopionier für Aromatherapie und Naturkosmetik aus dem Allgäu. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carpe Diem. Als der Termin für das folgende Interview immer näher gerückt ist und ich wusste, die Recherche und die Vorbereitung, die müssen jetzt aber wirklich gemacht werden. Da habe ich erst einmal den Geschirrspüler ausgeräumt, alte Belege aus meiner Geldbörse aussortiert, E-Mails beantwortet, die Pflanzen gegossen, geschaut, was es Neues auf diversen Nachrichtenkanälen gibt und mit der Pinzette Flusen aus meiner Bürste gezupft. Tatsächlich. Also aufschieben, was das Zeug hält. Ich weiß, damit bin ich nicht alleine. Prokrastination ist das Stichwort und das kennen ja die meisten von uns, oder? Ist das einfach nur schlechtes Zeitmanagement oder tatsächlich schon ein psychisches Problem? Und vor allem, was können wir denn dagegen tun, um diese Aufschieberitis loszuwerden und unsere Aufgaben einfach zu erledigen, ohne uns von jedem Katzenvideo auf Instagram ablenken zu lassen? Wie ich und ihr das am besten angehen könnt, weiß meine heutige Expertin. Sie ist Autorin des Buches Machbar, gut gegen Aufschieben und beschreibt darin neue Wege aus der Prokrastination. Und auf diesen Weg nimmt sie uns jetzt mit, die klinische und Gesundheitspsychologin Christina Behran. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie hier sind, vor allem, weil Sie gerade einen Schnupfen überstanden haben, trotzdem hergekommen sind. Dankeschön. Gern geschehen. Meine Stimme ist ein bisschen mir fremd. Ich klinge ein wenig wie Sophie Reuss. Das finde ich sehr interessant. Ich hoffe, es geht in Ordnung so. Absolut. Ich finde, Sie klingen ganz wunderbar und vor allem freuen wir uns auf das, was Sie gleich zu sagen haben. Frau Behran, als ich Sie mit einem E-Mail in diesen Podcast eingeladen habe, haben Sie extrem schnell geantwortet. War das die Freude über diese Einladung oder war das gleich eine Technik gegen das Prokrastinieren? Das war wirklich Zufall. Also in dem Moment, als ich vorm Computer saß und meinen E-Mail-Berg durchgegangen bin und kam Ihres ganz oben. Und das ist verlockend gewesen, das Neueste zuerst, das kennt man ja. Und dann habe ich gelesen, worum es geht, dann habe ich mich gefreut darüber und darum habe ich ganz schnell geantwortet. Schön. Ja, darüber freuen wir uns auch. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, worüber wir eigentlich sprechen. Also Prokrastination, ich habe nachgeschaut, das kommt vom lateinischen Procrastinatio, Aufschub, Vertagung und meint extremes Aufschieben. Wie unterscheidet sich denn dieses arge Aufschieben vom normalen Aufschieben? Gibt es das überhaupt, normales Aufschieben? Also im Alltag verwenden wir ja Prokrastination und Aufschieben bzw. Aufschieberitis synonym. Dagegen habe ich auch überhaupt gar nichts. Es ist so eine Art Übereinkunft in der Psychologie, dass man in dem Moment, wo Aufschieben wirklich chronisch wird, wenn man alleine da nicht mehr rausfindet und der Leidensdruck ein sehr großer wird, dass wir dann von Prokrastination sprechen. Ich habe aber überhaupt nichts dagegen, wenn man die beiden synonym verwendet, weil, wie Sie gesagt haben, Pro für und Krastinum für morgen. Also wohin schiebt man es denn? Auf einen späteren Zeitpunkt auf alle Fälle. Und da ist so dieses Momentum auch schon drinnen. Ne? Also das ist so eine Bewegung in die Zukunft mit dem Ding, das man eigentlich gleich erledigen sollte. Und kommen Menschen zu Ihnen in die Praxis und sagen, ich habe hier ein Problem? Und dann sagen Sie, ja, sind Sie bei mir richtig? Prokrastination? Absolut kommen liebe Menschen in die Praxis und haben eine Diagnose mit dabei, die da lautet Prokrastination. Und nachdem ich aber Gesundheits- und klinische Psychologin bin, kommt an erster Stelle immer eine ganz saubere, ordentliche Diagnostik, also eine Austestung. Und das halte ich auch für wichtig, weil natürlich kennt man sich selber sehr gut, das ist überhaupt keine Frage, aber wir brauchen objektive Kriterien, um herauszufinden, was ist denn eigentlich wirklich los. Wie wird Prokrastination denn gemessen, getestet? Also zuerst einmal eine klinische Abtestung, weil wir schauen müssen,
ob eventuell eine psychische Störung dahinter liegt, wie beispielsweise, also jetzt nicht gerangreit, aber beispielsweise eine Depression. Und da wäre Prokrastinieren ein Symptom dessen. Und wir müssen aber immer in der höherrangigen Erkrankung ansetzen. Also darum ist es wichtig. Also so eine Art Ausschlussdiagnose auch? Absolut. Mhm. Also so kann man das verstehen. Und dann gibt es noch spezielle Fragebögen für die Prokrastination, wenn dann feststellt, okay, es ist keine psychische Erkrankung dahinter, das kann man ausschließen, wie Sie gesagt haben. Dann gibt es Fragebögen und dann gibt es eine Diagnose und dann kann es losgehen. Viele Menschen kokettieren ja auch ein bisschen mit diesem Begriff, ich wollte irgendwas nicht machen, jetzt habe ich halt prokrastiniert, klingt auch gleich noch cool. Wie groß ist denn tatsächlich der Leidensdruck bei den Menschen, die zu Ihnen kommen? Querbeet. Also das kann wirklich so ein Coaching-Thema sein im Sinne von, das ist das sehr punktuell für eine ganz bestimmte Aufgabe zu einem Zeitpunkt. Man merkt, da geht einfach nichts weiter. Aber rundherum kriegt man eigentlich mehr oder weniger die Dinge gut auf die Reihe. Und dann aber auch im Zuge einer Depression beispielsweise oder einer Angsterkrankung oder so, das kann schon vorkommen. Welche Gründe liegen denn hinter dem Prokrastinieren, hinter dem Aufschieben? Also warum schieben wir denn gerne so viel in die Zukunft? Machen wir es nicht einfach gleich? Also es gibt viele Gründe. Ja, also ein Grund ist selten und auch die Lösungen sind dann auch bunt. Ich bin überhaupt keine Freundin, keine große von Tipps und Tricks, weil es kann eine gute Idee sein, Schuhe zu tragen, aber nicht für jeden oder jede sind High Heels der Größe 41 in Weiß mit Pailletten die richtige Lösung. Also auch wenn es noch so schick ist. Insofern schauen wir uns vielleicht mal an, was hinter der Dynamik steckt von Aufschieben. Und vielleicht mit einem Mythos, den es, wie es so schön heißt, zu basten gilt. Also machen wir ein bisschen Myth-Busting. Erstens mal, aufzuschieben ist total normal. Also total normal. Die Forschungslage ist, muss man auch dazu sagen, dass die im angelsächsischen Raum ein bisschen dichter ist zu dem Thema. Wohingegen im deutschsprachigen Raum muss man wirklich die Universität Münster, also als Leuchtturm der Prokrastinationsforschung möchte ich die fast bezeichnen. Ich hoffe, ich trete da niemanden auf die Zehen. Erwähne ich auch deswegen, weil die haben einen sehr großzügigen Downloadbereich, die Prokrastinationsambulanz Münster, und da gibt es einen Selbsttest. Und man ist ja selber immer das interessante Objekt des Forschens, also vielleicht einmal nachzuschauen. Packe ich gerne in die Shownotes natürlich, einfach hier unter dieser Folge nachschauen und dann zu Hause selber testen. Sehr gut. Und die Kollegen und Kolleginnen aus Münster, die sagen, 98% aller Menschen haben schon mal was aufgeschoben. 2% der Menschen in Folge noch niemals. Also ich gehöre zu den 98 und ich kenne niemanden, der unter die 2% fällt. Bis jetzt. Also kenne ich auch niemanden, fände ich auch ein bisschen unheimlich, um ehrlich zu sein. Also Menschen, die alles immer gleich erledigen. Es ist es gehört ja auch irgendwie zur Flexibilität. Also wir haben ja Alltage, wenn ich mir anhöre, was Sie alles stattdessen gemacht haben. Also statt der Recherche gemacht, da bin ich ja schon mal beeindruckt. Also was die Flusen aus der Bürste. Wow. Das ist übrigens ein totaler Zen-Moment. Sehr schön. So was Kontemplatives. Aber Sie sehen allein die Aufgaben oder die Dinge, die so zu erledigen sind am Tag. Und wenn wir da nicht flexibel bleiben, nicht umarrangieren, andere Prioritäten setzen. Vielleicht könnte man auch dazu sagen, ja, da mache ich es halt morgen. Natürlich ist es aufgeschoben. Wichtig ist, dass man es dann morgen oder übermorgen oder wenn es dann halt sein soll, wirklich erledigt und man sich im Endeffekt auf sich selber verlassen kann, dass das passiert. Dann okay. Also Mythos Nummer eins, wir sind wirklich in sehr guter Gesellschaft, wenn wir, also in großer Gesellschaft, wenn wir schon mal was aufgeschoben haben. Und dann ist es so, also wenn wir sagen, aufschieben ist eigentlich die Norm. Die Norm ist auch die, dass wir uns gerne hier und jetzt gerade gerne wohlfühlen möchten. Und wenn wir dann was tun sollen, das sich irgendwie nicht so gut anfühlt, beziehungsweise uns aus dieser Balance raushaut, aus der wir da gerade drinnen sind, alles ist gut, der Energieverbrauch ist einer, mit dem man gut leben kann, es fühlt sich alles fein an und dann kommt eine Aufgabe daher, die Energieverbrauch bedeutet, naja,
dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man das schon mal aufschiebt, weil wir uns hier und jetzt gerne gut fühlen wollen. Das ist eine emotionale Frage. Also Erledigung von Aufgaben ist eigentlich Emotionsmanagement. Das heißt, wir wägen auch immer ein bisschen den Energieaufwand ab, den eine Aufgabe abverlangt. Also Geschirrspüler einräumen ist jetzt auch nicht so lustig, um ehrlich zu sein. Aber dann halt leicht in einer Situation, als mich hinzusetzen und mich komplett neu in ein Thema einzuarbeiten. Ja, also das Geschirrspüler ausräumen kann wahnsinnig fad sein und das allein kann man schon aufschieben. Und dann kommt aber etwas daher, was mehr Energieverbrauch bedeuten würde. Und es klingt auch irgendwie unangenehm. Auf einmal wird das Geschirrspüler ausräumen sehr verlockend. Ja, Geschirrspüler schlägt Steuererklärung. Definitiv, also da reiche ich mich auch ein, kann man gleich eine Gruppe aufmachen, weil es so ein Momentum von, boah, jetzt habe ich was getan, was sonst unangenehm ist und jetzt habe ich das erledigt, das ist ja aber schon auch super. Und das ist mir so eine kleine Heldin, ich fühle mich dann wie so wie eine kleine Heldin und die Steuererklärung, das ist ja dann gar nicht so schlimm, es tröstet mich so ein bisschen, dass ich die Zettel einpicken für die Buchhaltung jetzt nicht gemacht habe. Übrigens für alle Menschen aus Deutschland, die uns zuhören, Geschirrspüler ist die Spülmaschine, falls da jetzt Fragezeichen entstanden sind. Gibt es denn bestimmte Persönlichkeitstypen, die eher zum Prokrastinieren leiden als andere? Also Impulsivität wäre eine Persönlichkeitseigenschaft, sagen wir mal so, die die Wahrscheinlichkeit zum Prokrastinieren vergrößern würde. Je selbstwirksamer, je besser man sich konzentrieren kann, je optimistischer, also optimistisch im Sinn von, ich gehe eine Aufgabe an mit einem gerüttelt Maß an Optimismus, dass ich die auch erledigen kann und werde, das wären Persönlichkeitseigenschaften, die dazu beitragen, dass man eben nicht so viel aufschiebt. Okay, wie erkenne ich denn, und alle, die uns jetzt natürlich zuhören, ob ich nicht nur ganz normal ein bisschen vor mich herschiebe, sondern ein echtes Prokrastinationsproblem vorliegt, das ich angehen sollte? Ich habe in meiner Praxis erlebt, dass das oftmals eine sehr bewusste Bilanz ist. Also, dass die Menschen, die in die Praxis kommen, wissen, wohin sie eigentlich wollen, welches Ziel sie eigentlich haben und dass sie das nicht erreichen, dass die negativen Konsequenzen anfangen, sich aufzutürmen und wie gesagt, das Ziel nicht und nicht erreicht wird und dass sie da Unterstützung benötigen. Es ist wie in anderen Kontexten auch eine ganz gute Idee, wenn man eine Art Selbstbeobachtungstagebuch führt. Also um wirklich zu schauen, was habe ich mir vorgenommen und habe ich das auch wirklich erreicht. Und wenn man das schwarz auf weiß festhält, ich plädiere wirklich für Papier und Bleistift, also Paper, Pencil. Und die haben Sie auch gerade vor sich liegen, wir haben den Bleistift noch gespitzt extra. Funktioniert ein bisschen anders, aber wie auch immer Sie die Notizen machen wollen, Hauptsache man macht sie, würde ich meinen, gerade zu dem Thema passend. Also sich selbst zu beobachten und eben diese Bilanz zu ziehen. Was habe ich mir vorgenommen, wann habe ich es gemacht und es ist oftmals sehr erhellend, wenn man das dann schwarz auf weiß eben sieht und der Entschluss, sich jetzt Hilfe zu holen, folgt dann oftmals auf dem Fuß. Das klingt ein bisschen nach To-Do-List, darüber sprechen wir dann noch ausführlich. Sie haben nämlich einen anderen Ansatz als die klassische To-Do-List, die wir kennen. Ich habe tatsächlich auch immer wieder so eine To-Do-List für den Alltag. Und manchmal schreibe ich mir da Punkte drauf, die ich eh schon erledigt habe, die aber nicht oben gestanden sind, einfach nur, weil ich es abhaken möchte. Großartig. Kennen Sie das Gefühl? Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das super schlau. Weil da kreieren Sie sich eine Belohnung. Ja. Das ist eine positive Emotion. Und positive Emotionen brauchen wir rund um Aufgaben, um sie erledigen zu können. Ach, wunderbar. Das freut mich so sehr, weil ein bisschen geniere ich mich dann doch jedes Mal, wenn ich dann extra im Nachhinein noch was dazu schreibt, nur ums Abhaken zu können. Dürfen wir das umformulieren, nämlich in sehr schlau. Sehr schön. Mir hilft das ja auch immer wahnsinnig in diesen Podcast-Gesprächen, wenn man merkt, die Expertinnen, die Experten, die hier sind und sich so wunderbar mit einem Thema auskennen, auch die sind dann halt manchmal nur Menschen. Deshalb die Frage, wann prokrastinieren Sie denn? Bei welchen Aufgaben sagen Sie, na, doch lieber morgen oder vorher noch eine Runde irgendwie am Handy geschaut? Also es gibt ein Aufgabengebiet, das ist echt nicht so meins und das geht alles so, was in Richtung Haushalt geht. Also bügeln ist ganz oben auf der Liste, das mag ich überhaupt
gar nicht. Emotionen, Management hin oder her. Und jetzt habe ich mich endlich selber ausgetrickst. Das ist nämlich auch schlau. Und sagen wir halt Emotionenmanagement dazu. Und ich habe jetzt nicht mehr das klassische Bügeleisen, sondern ich habe mir so einen Steamer besorgt. Und das ist viel lustiger. Und weil das viel lustiger ist und positive Emotionen in mir wachruft, hätte ich niemals gedacht, dass das beim Bügeln geht. Dann und ich nenne es auch nicht Bügeln, weil da kriege ich, also habe ich negative Emotionen dazu, erledige ich das auch. Also es ist nicht das Ding selber, sondern die Emotionen, die ich drumherum gruppiere. Ich schaffe mir einen Kontext, Umgebungsbedingungen, die ein Gelingen möglich machen. Das heißt, Sie steamen, während ich daneben die Flusen aus der Bürste zupfe. Und es geht uns ganz wunderbar. Schönes Da machen wir uns einen extra Termin aus. Welche Auswirkungen hat denn das Prokrastinieren auf unsere Gesundheit? Und zwar sowohl mental als auch vielleicht physisch, weil ganz trennen kann man es ja nicht. Ja, das geht so in Richtung Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man sich etwas vornimmt, dass man sich ein Ziel setzt und die Erfahrung macht, dass man das aus eigenem Antrieb auch erreicht. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Und wenn man das nicht hat, kommt es zur Frustration. Und Frustration on the long run ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Und ich vermute mal, wenn wir eine Aufgabe erledigen, und das ist genau dieser Punkt, den ich dann abhaken kann und mich deshalb so freue auf der To-Do-List, da wird sich biochemisch im Gehirn wahrscheinlich einiges abspielen. Ja, das ist eine kleine Belohnung, die da aufgeht. Man kann so ein kleines Sternchen, vielleicht so ein kleines Feuerwerk, je nachdem, wie groß das Ziel ist, das man sich gesetzt hat und auch erreicht hat. Und das hat auch die Funktion, dass man sich das merkt, also diese positiven Erlebnisse, diese Zielerreichung, das möge man sich gut merken, dafür sorgt dann das eigene Gehirn, so geht's eigentlich, so kannst du es nochmal machen, das hat gut funktioniert, bleib doch bitte dabei. Das klingt ein bisschen nach positive Routinen schaffen, also eine Tätigkeit gleich verknüpfen mit einem Wohlgefühl? Unbedingt, also wenn das möglich ist, wäre das eine sehr gute Sache. Ich überlege gerade, wie das bei der Steuererklärung gehen könnte. Ich mache das mit einer Freundin, also die ist auch selbstständig. Und nachdem mir bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema bald mal gedämmert ist, dass es, wie gesagt, nicht nur um die Aufgabe selber geht, sondern eben die Steuererklärung per se wird jetzt nicht lustiger werden. Aber ich kann die Umgebungsbedingungen so ausrichten, dass es eventuell lustiger wird. Und da kann man Anleihen nehmen beim großen Pionier der Flow-Forschung, Mihaly Csikszentmihalyi, der auch schon gesagt hat, man möge doch ein bisschen den Charakter einer Aufgabe verändern, um in den Flow zu kommen. Was meint er damit? Also ich mache das mit meiner Freundin so. Also ein Schritt bei der Steuererklärung ist ja, dass man die Rechnungen nimmt und auf einklebt und draufschreibt, wohin die denn gehören. Und wir rufen uns zu Beginn an und sagen, jetzt geht's los und es ist ein Wettbewerb. Und wer schneller fertig ist mit den Zettel einkleben, die muss dann die andere zum Frühstück einladen. Und dadurch wird es ein Wettbewerb. Es ist dann nicht mehr die Steuererklärung. Das Ganze kriegt einen anderen Charakter. Ich mag meine Freundin natürlich auch. Ich hoffe, sie mich auch. Also wird sie es nicht machen. Freue mich auf das Frühstück. Und dadurch habe ich die Umgebungsfaktoren verändert und die Aufgabe da eingebettet. Das ist total clever. Also so einen, ich glaube, Gamification heißt das, Ansatz einzubauen. Ah, sehr lustig. Und dabei haben wir aber auch noch das Element der Machbarkeit. Also die ganze Steuererklärung zu einem Wettbewerb zu machen, wäre schwierig. Ja? Also Flüchtigkeitsfehler eventuell. Und das Ding ist auch zu groß. Aber das in Scheiben zu spalten, sozusagen diese Aufgabe der Steuererklärung, und zu sagen, wir machen mal einen Schritt und den können wir gemeinsam machen, da habe ich ein Gegenüber. Dann bin ich nicht allein das arme Schwein, das da sitzt, sondern ich habe noch eine zweite am anderen Ende der Stadt womöglich, aber das macht ja nichts. Sie haben nicht nur ein zweites Gegenüber, sondern ganz, ganz viele. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben. Mhm. Ich habe es anfangs schon erwähnt und auch das packe ich natürlich in die Shownotes. Das heißt, Sie wollen ganz, ganz viele Menschen erreichen mit diesem Thema. Wann ist denn das Thema für Sie so wichtig geworden, dass Sie irgendwann den Entschluss gefasst haben, so, da muss jetzt ein eigenes Buch sogar von mir her? Das Thema hat mich gefunden. Das fand ich irgendwie ganz nett, weil ich war eingeladen, dass ich einen Vortrag halte bei einer großen Veranstaltung und die hatte den Übertitel Zeit.
Und natürlich was Psychologisches, das ist eh klar. Und dann war Prokrastination das Thema, das mir gestellt wurde, ich möge doch dazu referieren. Und ich habe angefangen zu recherchieren, mich umzuschauen und bin draufgekommen, dass es viele herkömmliche, unter Anführungszeichen, Guru-Ansätze gibt, wie eben Zeitmanagement, To-Do-Listen und machen Sie dieses und lassen Sie jenes, aber gar nicht so viel von der Forschungsseite her im deutschsprachigen Raum. Und habe mich dann in Richtung England, Kanada und die Vereinigten Staaten gewandt. Und da gibt's mehr. Also da ist die Forschungslage dann immer dichter geworden und hat sich dann natürlich auch mit dem getroffen, was in der aktuellen Psychologie auch dem Forschungsstand entspricht. Also das war sehr erleichternd, das zu sehen und im Nachhinein dann auch logisch, dass es so sein muss. Aber ich war da auch ein bisschen brainwashed, maybe. Also was macht man gegen Aufschieben? Zeitmanagement, ne? Oder funktionieren bei dir deine To-Do-Listen nicht? Oder wie? Und das war's dann auch. Also und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn's mir schon so geht, dann geht es vielen anderen Menschen auch so und dann möchte ich das gerne so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen, dieses Know-how. Und hat sich in Ihrem persönlichen Leben da auch was geändert dann durch diese Beschäftigung? Ja, absolut. Erstens mal die Schuldgefühle sind echt ein bisschen weniger geworden, nämlich bin in guter Gesellschaft. Also das auf 98% zu 2%. Und das Aufschieben ein Verhalten ist, das, wie gesagt, normal ist und nicht andersrum. Dieser Ansatz nicht nur zu meinen, es mangelt mir an Disziplin und ich habe kein Durchhaltevermögen und diese Selbstvorwürfe, die man dann hat, Scham besetzt ist es ja bisweilen auch, weil man glaubt immer, alle anderen kriegen alles rechtzeitig auf die Reihe, nur man selber sitzt da und checkt es nicht. Und das hat sich schon ziemlich verändert, was aber nicht bedeuten soll, dass ich jetzt einfach nichts mache. Also es hat, wie gesagt, habe eine alberne Ader und schaue, was gibt's denn für alberne Möglichkeiten, um mich selber dazu zu bringen, das Ding endlich fertig zu machen. Apropos albern, viel Albernes, und das ist oft das Problem, findet man eben auch auf Social Media. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Katzenvideos sind da bei mir leider also ein großer Faktor, da bin ich sehr, sehr anfällig. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit eben Social Media, das Handy in der Hand, immer griffbereit, das ist so viel Ablenkung und das ist ja auch relativ neu. Macht das auch was mit unserem Gehirn? Also bedeutet mehr Möglichkeit der Ablenkung auch gleich mehr Möglichkeit zur Prokrastination oder ist das jetzt ein bisschen eine Ausrede? Sowohl als auch. Ne? Ich meine, amtlich ist einmal Ablenkung ist keine gute Idee, um ein Ziel zu erreichen, liegt auf der Hand. Es ist aber, also ablenkbar zu sein, ist auch wiederum die Norm. Also wir sind darauf ausgelegt, dass wir Veränderungen in unserer Umwelt so schnell wie möglich wahrnehmen. Weil es kann ja Gefahr bedeuten, absolut. Wir müssen reagieren. Absolut. Also der Säbelzahntiger, wenn wir auf den nicht achten, blöd. Immer noch. Ja. Marc Aurel, seines Zeichens römischer Kaiser, so rund um 200 nach Christus, der hat in seinen Selbstbetrachtungen, hat er schon mit sich selber geschimpft, möchte man sagen, weil er sollte sich mehr den Prinzipien der Stoa widmen, war ja auch ein Philosoph, also Stoiker, und stattdessen lenkt ihn der Wunsch nach einer Wachtelzucht. So. Und hat so ein, er hätte so gerne eine Wachtelzucht, dann nehmen wir Wachtelzucht, da kann ich nicht ganz so bei meinen Wachteln, okay, nett. Und was ihn noch ablenkt, und das finde ich auch spannend, würde mich auch sofort ablenken, Zaubersprüche tät er so wahnsinnig gerne lernen, aber geht irgendwie nicht, weil erstens regieren und zweitens Philosoph werden. Also es ist ein Phänomen, das kennen wir spätestens verschriftlicht seit ungefähr 200 nach Christus. Das ist das eine. Was die Jetztzeit von der Zeit Marc Aurels unterscheidet, ist, dass die Reize, die uns umgeben, die Informationen, die verarbeitet werden wollen in unserem Alltag, dass die natürlich enorm zugenommen haben. Und es allein die Gegenstände, die uns umgeben. Es ist ein großer Unterschied, ob ich 20 Gegenstände um mich herum habe oder 10.000. Das, jeder Reiz, jede Information möchte gerne verarbeitet werden und bedeutet Energie dafür. Und jetzt habe ich in meiner Hosentasche oder am Schreibtisch habe ich einen Apparat, der alles kann. Und dieser Apparat zeigt uns im Grunde genommen jederzeit die ganze Welt. Also es prasseln Eindrücke noch und nöcher auf uns herein. Und unsere Aufmerksamkeitsspanne hat sich dadurch ja auch wahnsinnig verkürzt auf wenige Sekunden. Was macht das mit uns?
Wir haben nur eine gewisse Menge an Energie zur Verfügung und wenn wir diese Energie verbrauchen, um den Ablenkungen Herr oder Herrin zu werden, dann bleibt halt im Endeffekt weniger über und man kann mittlerweile sehr gut sich anschauen, was denn passiert, wenn wir am Schreibtisch unser Handy haben, gerne auch auf lautlos oder wenn wir unser Handy auf Flugmodus, am besten im Nebenraum haben. Also das ist ein anderer Energieverbrauch. Ich habe mal eine Vorlesung gehabt bei einem Kinder- und Jugendpsychiater und der hat erzählt, dass er seine Praxis so reizlos wie möglich eingerichtet hat. Also gerade bei Kindern würde man meinen, irgendwie ein bisschen bunt und ein bisschen Spielzeug. Das Gegenteil war der Fall. Weiß, weiße Fronten und am besten gar nichts. Das korreliert genau mit dieser Reizüberflutung, die Sie gerade angesprochen Absolut. Haben. Also würde es uns eigentlich gut tun, auch hier zu reduzieren? Zu reduzieren auf alle Fälle. Aber es muss zu einem passen. Also ich weiß nicht, ob zu jedem die weiße Wand passt. Also wohlfühlen und reduzieren, da muss man irgendwie die Balance finden. Genau. Aber es würde uns helfen, fokussiert zu bleiben. Fokussiert bedeutet weniger Ablenkung, weniger Unterbrechung, weniger wieder wegschieben. Genau, absolut. Spritzig frische Zitrusdüfte sind wahre Motivationsbooster. Unser Partner Primavera hat viele natürliche Dufthelfer im Sortiment, um in Schwung zu kommen und so den Alltag fokussiert zu meistern. Der Duft des Glücksgefühle Raumsprays ist aktivierend frisch und zugleich fruchtig wärmend. Mit dem Code Carpe Diem schenkt dir Primavera bis zum 1. August unsere absolute Lieblingsduftmischung aus Biomandarine, Grapefruit und Tonka zu deiner Bestellung im Onlineshop. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Apropos Balance finden, bei uns im Podcast geht es um die Balance im Leben. Deshalb an dieser Stelle die Frage, was macht denn für Sie ein gutes Leben aus? Ein gutes Leben. Ich glaube, ein sinnvolles Leben, das für mich mit Sinn erfüllt ist. Dass es einen Unterschied macht, ob es mich gibt oder nicht. Welchen Unterschied machen Sie? Etwas Positives bewirken zu können. Je mehr, desto besser. Apropos positiv, gibt es denn in der Prokrastinationsforschung auch positive Aspekte, über die wir uns freuen können? Sie haben vorher schon gesagt, Flexibilität zum Beispiel. Mhm. Man bleibt mental flexibel, wenn man zwischen den Tasks switchen kann. Mhm. Man ist nicht so starr. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir uns mitnehmen können? Mir hat ja das gefallen mit den ganz vielen Dingen. Ich bleibe dabei, die Sie am Anfang gesagt haben, die Sie gemacht haben, statt der Aufgabe, die Sie sich eigentlich gestellt haben. Und das kann man für sich selber aber nutzen. Also wenn ich schon weiß, dass es da, also je näher es dem Termin kommt, ich andere Dinge gerne vorziehe, dann könnte man sowas wie Aufgaben-Ping-Pong spielen. Also man nimmt sich eine Aufgabe her, die erledigt werden soll und eine andere, die auch erledigt werden soll. Und dann geht man zwischen den beiden hin und her und probiert beobachtenderweise aus, was ist denn jetzt angenehmer oder unangenehmer. Nimmt dadurch diese Dramatik oftmals raus, so, ich sollte eigentlich und ich müsste. Also es beginnt mit dieser interessierten Haltung sich selber gegenüber. Also gut, ich schnappe mir den Geschirrspüler beziehungsweise Spülmaschine und die Recherchetätigkeit und beides so runter reduziert, dass die Erledigung möglich ist. Also das ist eigentlich, ich nehme einen Aspekt aus der Recherche raus, wo ich sage, das schaffe ich. Das ist irgendwie easy. Und dann schauen wir mal, wie verführerisch den Geschirrspüler auszuräumen dann noch bleibt und umgekehrt. Also kann man sich die Dosierungen anschauen. Und weil das so eine Forschungsbetrachtung bei sich selber ist, ist das ganz interessant. Das ist ein sehr schöner Aspekt, das stimmt. Wenn zum Beispiel irgendwelche Präsentationen zu erstellen sind, ein Projekt in der Arbeit muss fertiggestellt werden, also etwas, wo es eine Deadline gibt, eine Frist, die immer näher rückt, glaube ich, haben viele Menschen sehr geputzte Wohnungen oder sehr viel zusammengelegte, sortierte Socken. Das ist auch was Angenehmes und Schönes. Das darf man nicht außer Absolut. Acht lassen. Also nie ist mein Schreibtisch so aufgeräumt, als wenn ein Artikel abgegeben werden muss. Das weiß ich schon. Gibt es eigentlich auch ein Gegenteil vom Prokrastinieren, also Menschen, die das Problem haben, alles immer sofort erledigen zu müssen? Ist mir noch nicht untergekommen. Es wird dann, kann sein, aber das ist mir jetzt gar nicht so geläufig. Eher theoretisch, genau. Wenn uns jemand zuhört und sagt, also ich habe genau das gegenteilige Problem. Völlig einverstanden. In der Praxis habe ich das noch nicht erlebt.
Was hat denn eigentlich Prokrastinieren mit Schlaf zu tun? Jetzt möchte man meinen, Moment, wenn ich etwas zu erledigen habe, muss ich ja sowieso auf alle Fälle wach sein. Der Schlaf kommt in Ihrem Buch aber vor als ein zentraler Faktor. Inwiefern hängt das zusammen? Es gibt die Bedtime Procrastination und die fand ich interessant. Also Bad wie B-E-D, Bedzeit, nicht die schlechte. Bedzeit Prokrastination, also die schlechten Zeiten könnte man gerne aufschieben, will ich meinen. Aber so die gute Nachtzeit vielleicht ein bisschen aufzuschieben, da bin ich drüber gestolpert und habe dann wenige, aber doch ein paar Papers dazu gefunden und habe dann meine persönliche Recherche im verwandten Bekanntenkreis begonnen, dass man nämlich die Schlafenszeit aufschiebt. Also man weiß, jetzt wäre gescheit, wenn man ins Bett geht und jetzt wäre es gesund, wenn man ins Bett geht. Oh Gott, ich finde mich so wieder. Oh, ich werde ganz rot. Und dann macht man aber gar nicht mal so aufregende, wichtige, weltbewegende Dinge. Nein. Und geht später und später ins Bett, obwohl man weiß, hier kommt das bewusste Element dazu, man weiß es, wenn man aufschiebt. Also auch die Schlafenszeit nach hinten zu verschieben, das weiß man. Die Geschichte ist die, dass untertags, wenn man einen sehr busy Schedule hat, also wenn man sehr, sehr eingespannt ist, dann kommen so eigene Bedürfnisse oftmals zu kurz. Und die können, bin wieder bei albern, ganz albern sein oder ganz down to earth sein. Das muss nicht das aufregendste Bedürfnis aller Zeiten sein. Und dann möchte man gerne ein bisschen Zeit für sich haben, womit auch immer. Und das muss nicht mal unglaublich bewusst sein oder nicht Yoga, sondern vielleicht mal abhängen und Löcher in die Luft starren oder noch eine Folge der Lieblingsserie. Einfach so ein bisschen was für sich selber, so das eigene. Und deshalb geht man nicht ins Bett? Deshalb geht man wahrscheinlich nicht ins Bett. Aber wie schaffe ich es denn, ins Bett zu kommen? Weil ich bin dann doch immer sehr müde am nächsten Morgen, zugegeben. Ja, also vielleicht untertags mal die Aufmerksamkeit auf sich selber zu richten. Und nicht nur am Ende des Tages. Dass ich dieses Bedürfnis schon vorher gestillt habe. Und das ist Wahrnehmen vielleicht mal in einem ersten Schritt. Sie müssen noch gar nichts tun, weil das macht ja jetzt wieder mal einen Stress. Sondern interessiert sich selber beobachten, so wie ist das denn bei mir? Also wenn ich das feststelle, okay, die Schlafenszeit, die schiebe ich nach hinten raus, interessant. Das nächste Mal schaue ich mir an, was tue ich denn da so? Und wofür ist denn das gut? Was macht es mit mir? Und vielleicht mal auch so untertags freundlich sich selber gegenüber, freundlich interessiert mal beobachten. Wie geht es euch denn mit Schlafen gehen und Prokrastinieren? Schiebt ihr das Zu-Bett-Gehen auch immer hinaus? Ihr könnt uns gerne schreiben, wir freuen uns wahnsinnig über Feedback und zu hören, wie es euch geht und ob ihr euch aus dieser Folge etwas mitgenommen habt. In den Shownotes steht eine Telefonnummer, da könnt ihr uns zum Beispiel SMSen oder auch ein E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer wahnsinnig, von euch zu hören. Und jetzt würde ich gern sprechen über so einen großen Lösungsteil. Wir haben jetzt das Problem des Prokrastinierens mal ein bisschen auseinandergenommen. Jetzt ist die Frage, was können wir denn tun? Sie haben eh schon einiges erwähnt. Das Ping-Pong war schon dabei. Ich nehme mir zwei Aufgaben und wechsle mal ein bisschen ab, schau, was passt gerade besser. Ich habe in Ihrem Buch noch ein bisschen was gefunden. Bevor ich ganz konkret frage, gibt es so Techniken, Methoden, die Sie auf alle Fälle erwähnen möchten? Also was meistens eine gute Idee ist, dass man sich ein Ziel, eine Aufgabe, dass man das zerlegt. Also dass man aus einem großen Marzipan-Elefanten Scheibchen schneidet, damit man den auch verputzen kann, diesen großen Elefanten. Und die richtige Dosis wäre am Anfang eine, wo man sagt, das ist ja super easy. Also das schaffe ich auf alle Fälle. Das wäre dann die genau richtige Portion, um anzufangen. Und dann macht man eine Erfahrung. Also das kann man jetzt nicht theoretisch abhandeln, das muss man dann wirklich machen. Also man sagt, was ist denn der kleinste Schritt, das kleinste Scheibchen? Und dann macht man das. Und dann sagt man, das ist ja super easy. Oder Jugendliche, mit denen ich gearbeitet habe, die haben immer gesagt, das ist ja Urbaby. Und dann habe ich gesagt, Urbaby? Das ist genau die richtige Portion. Wenn du findest, das geht Urbaby, dann machst du es, oder? Ja, klar. Und dann ist das auch gemacht. Und dann macht man die Erfahrung, es ist möglich. Und dann werden die Schritte fast immer von selber ein bisschen größer,
weil das Belohnungsgefühl auch immer ein bisschen nachwachsen muss. Also wenn man einen kleinen Schritt erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann empfindet man also ein Belohnungsgefühl und dann muss der Schritt ein bisschen größer werden, damit man genau dieselbe Menge an Belohnung empfindet wie für diesen kleinen Schritt. Und es wird dann immer größer und dann kommt man schrittchenweise zum Ziel. Also machbar, drum auch machbar. Also man könnte es auch scheibchenweise nennen. Das ist sehr hilfreich. Und jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, weil Sie haben den Marzipan-Elefanten genannt und das hat ja einen Hintergrund. Sie haben selber eine Erfahrung gehabt, im Buch wird es beschrieben, nicht mit dem Marzipan-Elefanten, sondern mit dem Nougat-Hasen. Was hat es damit auf sich? Der Nougat-Hase war wirklich, also ist Pate gestanden für den Marzipan-Elefanten und hat sich so aufgedrängt als Beispiel für mich, als ich dieses Buch geschrieben habe, weil also ich mag Nougat total gerne. Und dann war ich im Bad Ischl. Und da gibt es eine wunderbare Konditorei, ich nenne keine Namen, aber man weiß es gleich, die Konditorei in Ischl. Und das war so um die Osterzeit herum. Und ich durfte mir etwas aussuchen, was ich denn gerne haben möchte. Und ich habe gesehen einen Nougat-Hasen. Und dieser Nougat-Hase war riesig. Und aber also das Versprechen war getan, also habe ich diesen Nougat-Hasen gekriegt und ich habe den auf einem Sitz verputzt und mir war dann furchtbar schlecht. Also Sie haben das Nougat nicht aufgeschoben? Nein, ganz im Gegenteil, weil sehr viel Belohnung dahinter war und das war aber ein bisschen zu groß, die Chance. Also es wäre gesünder und besser gewesen, ich hätte das scheibchenweise verdrückt. Da sind wir wieder bei scheibchenweise. Sie sprechen außerdem von der To-Do-Liste, da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen, und sind damit nicht ganz happy, sondern Sie haben aus der To-Do-Liste eine Liste Plus gemacht. Was ist das? Wie funktioniert das? Ja, die To-Do-Liste Plus ist ein bisschen eine umgestaltete To-Do-Liste. Also ich habe überhaupt nichts gegen To-Do-Listen, das muss man dazu sagen. Also wenn Sie einen Modus gefunden haben, mit einer To-Do-Liste umzugehen, ich kenne da einige Menschen, dann bitte gerne weitermachen. Alles, was gut funktioniert, ich gratuliere Ihnen, da haben Sie was für sich entdeckt, bestens bitte weitermachen. Wenn Sie allerdings merken, ich komme da nicht zur Rande und ich schreibe jeden Tag eine neue und auf der neuen steht dann drauf, alte To-Do-Liste abarbeiten, dann könnte man ein Fragezeichen dahinter setzen und wiederum die Botschaft, da sind Sie auch nicht allein. To-Do-Listen sind ganz gut, also so in der klassischen Form auch am Nachtkastl, weil wenn man merkt, dass, also man dreht das Licht aus und auf einmal fangen an, so die Gedanken durch den Kopf zu gehen, also das muss ich morgen erledigen und das muss ich morgen erledigen und das und das und das und das, dann bitte Licht wieder an und aufzuschreiben, was denn so an Aufgaben ansteht. Da finde ich es wirklich hilfreich, weil man schreibt sich quasi das, was, also diese Gedanken schreibt man aus dem Kopf hinaus auf ein Blatt Papier und kann dann besser einschlafen. Es ist allerdings hilfreicher oftmals, wenn man unter einer Aufgabe gleich die Teilschritte aufschreibt, also wieder sich eine Aufgabe hernimmt und in machbare Schritte unterteilt und die dann abarbeitet. Einerseits wird es dann konkreter, alles was konkreter wird, wird auch machbarer und dann hat sowas von Reality Check. Also wenn ich dann sehe, eine Aufgabe, die eigentlich nur ein Punkt ist auf meiner To-Do-Liste, aber im Endeffekt sind viele, viele Teilschritte nötig, ja, dann plane ich es auch anders. Ich überlege gerade, also ich möchte eine Wachtelzucht haben, recherchiere, wie leben Wachteln, wo kriege ich Wachtel her? Was mache ich mit den Wachteln in einer Großstadt oder auch nicht? Wachteleierrezepte. Genau, na, also dann hätte man schon eine ganze Liste und dann ist es kein Wunder, wenn ein sehr umfangreicher, also ein Punkt, der nur eine Zeile beansprucht auf einer To-Do-Liste, im Endeffekt viel, viel größer ist. Und deshalb dauert es auch so lange, richtig, bis man den abhaken kann. Und deshalb ist es so nervig. Ganz genau. Und vielleicht fängt man gleich gar nicht damit an, wo denn, wie denn, wie kriegt man denn das konkret hin? Ja, das stimmt. Ich muss bei der To-Do-Liste immer an ein Podcastgespräch denken mit der wunderbaren Autorin und Karrierecoach Nathalie Carré, die gesagt hat, wir haben alle so viele To-Do-Listen, es wäre auch gut, mal über eine To-Be-Liste nachzudenken. Also nicht nur, was möchte ich tun, sondern auch, wie möchte ich eigentlich sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das sehr gut zusammenpasst, weil wenn ich reflektiere, wie ich eigentlich sein möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte, dann sind die Inhalte meines Lebens das, was ich eben erledigen muss, vielleicht auch mehr mit Sinn erfüllt und deshalb auch ein bisschen besser anzugehen.
Da kreieren sie einen anderen Zusammenhang bzw. einen anderen Kontext, absolut. Mhm. Könnte man auch mal probieren, die To-Do-Liste neben die To-Be-Liste zu legen. Und dann mein Lieblingswerkzeug. Also das ist etwas, was ich wirklich gerne mache. Das ist Mental Tryout, könnte man sagen. In der Psychologie als Implementation bekannt oder auch Wenn-Dann-Pläne. Und die liebe ich für, also um wirklich ans Ziel zu kommen, um eben Aufgaben erledigt zu bekommen. Und dazu kann ich Sie beispielsweise nur einladen, also wenn Sie gerne Skirennen sehen, also mit mir mitzugehen im Kopf, wenn Sie gerne sich Skirennen anschauen, gibt es ja mittlerweile die Berichterstattung nicht nur vom Rennen selber schon, sondern schon ein bisschen davor. Also wo man die Athleten und Athletinnen sieht auf der Seite der Piste und die gehen, vor allem in Slalom oder Riesenslalom, sieht man richtig so ihre Körper mitgehen mit dem Parcours, den sie da abfahren werden. Und genau das wäre das Bild für die Wenn-Dann-Pläne. Wenn wir ein Ziel haben, dann brechen wir das mal runter in Einzelziele und überlegen uns, wie kommen wir denn dorthin? Welche Schritte brauche ich denn? Die Situationen, die mir auf dem Weg zum Ziel begegnen werden, verknüpfe ich mit Handlungen. Das bedeutet konkret, dass ich die Stolpersteine oder die kritischen Punkte, die mir auf dem Weg begegnen werden, mit ins Kalkül nehme. Dass ich nicht so überrumpelt werde. Dass ich sage, das ist der Anfang und dann geht's. Also das nächste Meilenstein wäre dieser auf dem Weg dorthin. Was kann passieren? Wo wäre ein Stolperstein? Wo könnte es mich aus der Piste rausschmeißen eventuell? Und was mache ich dann? Also wirklich da innezuhalten und welche Handlung wäre dann hilfreich? Und damit verknüpft man mit einem eventuellen Hindernis schon die Reaktion, die man drauf setzen könnte. Und unser Gehirn verknüpft es. Und in dem Moment, wo ich wirklich dann an den Punkt komme, in Realita, habe ich aufgrund der mentalen Aktivierung, habe ich dann einen schnelleren Zugriff zu einer Handlungsweise, die mich einen Schritt weiterbringt. Wäre es da gescheit, im Sinne des positiven Denkens auch darüber nachzudenken, was ist, wenn es gut gelingt? Also nicht nur über die Probleme und Stolpersteine, sondern auch dieser Outcome ist es wert, weil das wird sich dann so gut anfühlen? Positives Denken und wenn dann Pläne gehen nur wirklich am Anfang zusammen. Also ich finde positives Denken wunderbar, wenn es darum geht, Ziele festzulegen. Dann bitte gerne, aber ansonsten positives Denken beruhigt nachgewiesenermaßen. Positiv zu denken am Abend, vorm Einschlafen auch fein, beruhigt, schlaft man besser ein. Aber es ist nicht aktivierend. Und um ein Ziel zu erreichen, müssen wir aktiviert sein und drum besser sich die Stolpersteine, die eventuellen Hindernisse also anschauen und die Handlungen, die man setzen kann. Ah, das sind verschiedene Techniken und ich muss wissen, wann ich was einsetze. Genau. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon über sehr viele Praxisübungen gesprochen, die jeder mal ausprobieren kann. Den Buddy Deal, das ist Ihre Freundin, mit der Sie die Rechnungen einkleben. Das mentale Tryout, genau über diese Stolpersteine nachzudenken. Das scheibchenweise Prinzip und das Aufgaben-Ping-Pong haben wir schon drinnen gehabt. Das ja. ist viel praktischer. Ja, absolut, cool. absolut. Und wenn ich dazu sagen darf, es ist ja nicht, haben wir auch schon gehabt, ne? Es ist nicht für jeden alles gleich gut. Wenn man jetzt beim Zuhören das Gefühl hat, so, das klingt aber gut, ich glaube, das kann ich, das ist super easy, Urbaby, was auch immer, dann könnte das eine Spur sein, das sofort auszuprobieren, sofort. Da sagen wir willkommen, bitte, unbedingt. Was man auch viel hört im Zusammenhang mit Prokrastination ist Prioritäten setzen. Da hört man auch oft, ja, dann überleg dir halt, was deine Priorität ist und dann wird das alles schon hinhauen. Wie sehen Sie da diesen Zusammenhang zwischen Prokrastination und Priorisieren? Also Prioritäten setzen ist eine wichtige Fähigkeit, das sollten wir können. Da gibt's die, und das gehört aber eigentlich unter das Zeitmanagement. Und es gibt die Bekanntnik, beziehungsweise Matrix ist es vom, also ist das die Eisenhower-Matrix. Also der ehemalige amerikanische Präsident? Ganz genau, der ja auch General war und ich glaube, darum verkauft sich das auch irgendwie gut. Ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht oder so, aber ich bin natürlich ein General und Prioritäten setzen. Also wenn und Präsident und wenn der das nicht drauf hat, dann weiß ich nicht. Man kann sich aber durchaus was mitnehmen von dieser Eisenhower-Matrix. Und zwar nehmen wir da die Eigenschaft wichtig und dringend. Also Aufgaben können wichtig oder nicht wichtig sein, beziehungsweise dringend oder nicht dringend. Und wenn wir das kombinieren, kommen wir dann auf Aufgaben, die
wichtig und dringend sein können. Wichtig und nicht dringend. Nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Am einfachsten, und da gibt es dann immer Handlungsempfehlungen dazu. Also wenn wir sagen, etwas ist nicht wichtig und nicht dringend, das gefällt mir am allerbesten, dann macht man es nicht. Schön, erledigt. Und dann gibt es Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringend. Also beispielsweise Ihre Recherche, ein Artikel, für mich das ist wichtig, so eine Aufgabe, aber nicht unbedingt dringend, wenn nicht der Abgabetermin naht. Das würde dann hinüberwandern in wichtig und dringend. Also bei wichtig und nicht dringend, also der Artikel, die Recherche, dann hätten wir es an Handlungsempfehlung selber planen und dann, wenn es soweit ist, erledigen. Okay. Nachvollziehbar. Interessant finde ich die Kombination zwischen nicht wichtig und dringend. Was machen wir da? Also ist etwas nicht wichtig, aber dringend. Da fällt mir immer ein, so ein Paket auf die Post zu bringen. Und diese Aufgaben eignen sich sehr gut, um delegiert zu werden. Gefällt mir auch gut. Muss ich nicht selber machen. Wenig Energieverbrauch. Super. Und dann wichtig und dringend. Also es gibt Aufgaben, die sind wichtig und dringend. Und die Handlungsempfehlung ist sofort selber erledigen. Das heißt, ich schaue mir einen Task, eine Aufgabe an und versuche die mal im Kopf einzuordnen, okay, wie wichtig ist es eigentlich? Wie dringend ist es tatsächlich? Ganz genau. Und es ist wirklich hilfreich, habe ich oft und oft festgestellt, also das zu priorisieren. Allerdings reicht das nicht aus. Also wenn in dem Moment, wo wir sagen, wichtig und dringend, sofort selber erledigen, und dann passiert aber nichts. Also wenn nur das Zeitmanagement, nur das Priorisieren alleine reichen würde, dann säßen wir nicht hier. Weil es eben nicht das Zeitmanagement ist, sondern das Emotionenmanagement rund um einen Task. Nur weil was wichtig ist, nur weil was dringend ist, also ich meine, kann schon sein, nicht so auf den letzten Drücker, der Hut brennt und so und die Konsequenzen wären unangenehm, das könnte schon aktivieren. Aber man kann auch die Erkenntnis mitnehmen, wie arrangiere ich denn die Emotionen rund um eine Aufgabe herum und herausfinden, wie ist der Unterschied zwischen Zeitmanagement und Emotionenmanagement. Ah, sehr schön, sehr gescheit. Und Routinen können dabei auch helfen, wenn ich für mich etwas so etabliere, dass ich auch gar nicht mehr drüber nachdenke und quasi gar nicht mir selber das Hintertürchen offen lasse, dass ich dann woanders hin abbiege. Dann fällt es mir auch leichter, meine Aufgaben erledigt zu bekommen. Auf alle Fälle, wenn Sie sozusagen in eine Automatik hineinbekommen, so ein positives Verhalten, unser Gehirn ist neuroplastisch, also unterm Strich, das, was wir oft machen, fällt uns leicht und können wir besonders gut. Also unserem Hirnkastel ist ein bisschen wurscht, wofür wir es verwenden. Aber wie gesagt, das, was wir oft machen, können wir gut. Bedeutet aber auch, wenn wir uns sehr oft, sehr leicht ablenken lassen und jedem Impuls hinterherhirschen, haben wir dann ein Gehirn, das wunderbar dabei ist, sich ablenken zu lassen und jedem Impuls hinterherzuhirschen. Also neuroplastisch bedeutet, es ist formbar, es ist wandelbar, es ist veränderbar, ja. Und wir können es trainieren. Absolut. In eine Richtung. Mhm. Und das ist die Macht der Routinen, weil das Gehirn findet, okay, einmal haben wir das gemacht und haben wir noch einmal gemacht und das haben wir schon wieder gemacht, muss wichtig sein, also Automatik einschalten. Dazu empfehle ich eine ältere Folge. Ich habe gesprochen mit einer Expertin zum Thema, wie werde ich lästige Gewohnheiten los. Das passt da auch ganz wunderbar. Also hier auch noch eine Hörempfehlung an dieser Stelle. Wow, wir haben schon so viel besprochen. Da waren echt schon Tipps und Tricks, gefällt Ihnen nicht, haben Sie am Anfang gesagt. Aber viel, wie können wir es nennen? Praktisches. Anregungen. Ja, Anregungen, viele, viele Anregungen. Mit. Also ich würde ja gern so Neugierde erzeugen, weil Neugierde so erzeugt und handlungsauslösend ist. Und machen Sie dies und machen Sie jenes und das ist das Beste und das ist das Großartigste. Da erzeugt man eher Reaktanz, also so eine Abwehrhaltung, weil wir sind Experten und Expertinnen für uns selbst. Und so auf die Reise zu gehen, so auf die Forschungsreise, was fand ich denn da anregend? Was hat denn bei mir funktioniert? Also das könnte ich doch ausprobieren. Also das fände ich fein, wenn wir das generieren könnten. Dann sage ich so, es war schon sehr viel Inspiration drinnen. Sehr schön. Gibt es abschließend noch mal einen Weg, den Sie für sich als den richtigen gefunden haben, wie man denn die Balance finden kann im Leben zwischen eben das, was halt getan werden muss und einfach Erholung, Seele baumeln lassen? Also ich für mich habe das relativ bald gefunden, weil wenn ich über diese Grenze hinausgehe, dann geht es mir wirklich nicht gut.
Und die, also herauszufinden im Laufe der Zeit, wann ich einen Stopp einziehen muss, das mache ich schon seit einer ganzen Weile. Darf ich fragen, wie merken Sie das? Gibt's Anzeichen? Ich werde müde und es fangen auch an, dass Themen, Aufgaben, Ziele, die mir eigentlich viel Freude bereiten, dass die mir immer weniger Freude bereiten. Dass das auf einmal wird das lästig. Und da merke ich, da hat sich was gedreht. Da gewinne ich ein bisschen Abstand. Achtsamkeit ist da auch eine gute Idee. Und ich gehe sehr gern mit mir allein spazieren und reflektiere das ein bisschen. Und dadurch, dass ich mich ein Zeitl auch schon kenne, kenne ich die Anzeichen und merke so, also woran liegt es? Ist es die Aufgabe, das Thema selber oder ist es einfach das zu viel möglicherweise gerade? Abschließende Frage, die Deadline für Ihr Buch, haben Sie die gut eingehalten? Punkt, genau. Es war wirklich eine Punktlandung. Also es ging auch gar nicht anders. Also es geht nicht. Also mir war völlig klar, ich kann nicht ein Buch zu dem Thema schreiben und ich gebe das später ab als ausgemacht. Und das war ja wirklich, ich habe es nicht um 23.59 Uhr abgegeben, sondern wie um 12 Uhr, glaube ich, oder um 11 Uhr am Vormittag. Und habe dann im Nachhinein erfahren, ich hätte eh noch so einen 2 Wochen Puffer gehabt, weil der Verlag natürlich Kummer gewöhnt ist mit Autoren und Autorinnen. Und die waren super happy, dass dieses Ding rechtzeitig daherkam. Und das hat mir sehr große Freude gemacht an diesem. Und ich schreibe gern, also das muss man auch dazu sagen. Alle, die das Buch lesen möchten, es steht in den Shownotes. Ich danke sehr für den Besuch hier bei uns. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, bei der nächsten Steuer, beim Geschirrspüler, ich werde jetzt so viel an Sie denken. Ich hoffe, die Menschen, die uns zugehört haben, ebenso. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet mit Feedback. Und am Ende bitte ich wie immer um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die Sie als so wichtig erachten, dass Sie sie jedem, der uns jetzt zuhört, mal mit auf den Weg geben wollen. Und es kann sie jeder schnappen und auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort gehen. Was ist so eine Frage, die das Leben an Sie richtet? Ich stelle mir immer wieder gern die Frage, wie finde ich denn das? Also es ist sehr viel an Informationen rund um uns herum. Und innezuhalten und kurz mal einzuatmen, auszuatmen, und zu sagen, wie finde ich das eigentlich? Also so mit den eigenen Augen in die Welt hineinschauen und nicht umgekehrt. Die Frage stelle ich mir oft. Wie finde ich das eigentlich? Dieses Gespräch habe ich sehr schön gefunden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Alles Liebe. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Primavera. Alle Infos zu deinem Geschenk, dem Glücksgefühle Raumspray, gibt's in den Shownotes. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Holger Potje mit der aktuell meistgestreamten österreichischen Sängerin Esther Graf, deren Debütalbum Happy Worst Day seit 21. Juni im Handel ist.